Wenn du dir dieses Video hier anschaust, dann hast du sicherlich schon mal was von Damm gehört. Oder du hast einfach keine Lust mehr, ewig nach der richtigen Version von Logos oder Kampagnenbildern zu suchen. Mein Name ist Max und ich erkläre dir jetzt hier in 3 Punkten, was ein Damm ist und wie deine Company davon profitieren kann. Punkt 1, die Definition. DAM steht für Digital Asset Management. Es geht also darum, Digital Assets zu managen. Klingt erstmal total abstrakt, aber gleich wird klarer, was hinter Digital Assets und ihrem Management steckt. Digital Assets sind digital gespeicherte Dateien in ganz verschiedenen Formaten. Dazu gehören Logos, Stockbilder, Designentwürfe, Pitchunterlagen, Videodateien, Produktbilder und. All diese Dateien sind das Herz deiner Brand und wichtig für die Kommunikation. Es gibt aber 2 Probleme. Digital Assets brauchen Speicherplatz und sie werden sehr schnell unübersichtlich. Bestimmt weißt du, wie Zeitraum die Suche nach Dateien ist. Wenn dein Unternehmen wächst, wird das Ganze nicht besser. Ihr produziert dann immer mehr Dateien und es gibt dann auch immer mehr Menschen, die mit diesen Dateien auch wirklich arbeiten müssen. Das bringt uns direkt zu Punkt 2. Welche Probleme löst du mit DAM? Das größte Problem von Digital Assets ist einfach der fehlende Überblick. Mediadateien bringen dein Unternehmen aber auch nur weiter, wenn wirklich jeder weiß, wo sie abliegen. Deswegen ist das Management von Dateien auch so extrem wichtig. Denn vielleicht kennst du es ja, oft sind Mediadateien einfach über viele Server und Geräte verteilt und niemand weiß wirklich, welche Datei nun die aktuelle ist. Das Ziel von DAM ist es, Digital Assets in einer Single Source of Truth zu organisieren. Im Grunde geht es darum, einen zentralen Speicherort zu schaffen. Alle Dateien für dich an einem Ort klingt nach Chaos. Damit du den Überblick behältst, sorgen Metadaten für Ordnung und Struktur. Denn das sind Informationen, die mit den Dateien verknüpft sind, also zum Beispiel der Name des Fotografen oder Geodaten. Wie setzt du jetzt eine Single Source of Truth für Digital Assets um? Darum geht es in Punkt 3. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich ein Cloud-Speicher. Du kannst zum Beispiel alle Mediadateien in der Dropbox speichern und sortieren. Besser ist es aber, gleich ein richtiges Dump-Tool zu nutzen. Cloud-Speicher helfen dir zwar beim Aufräumen der Dateien, aber nur ein DAM-System passt dich auch wirklich deinen Datei-Workflows an. Vielleicht braucht Daria vom Social-Media-Team ein paar Slides für einen Instagram-Post. Anstatt mit dem externen Grafiker Tom hin und her zu mailen, stimmen die beiden sich einfach im DAM-Tool ab. Daria teilt den CI-Guide mit Tom und Tom lädt die ersten Entwürfe direkt von seinem Designprogramm ins DAM-System. Easy! Das Beste ist, wenn Daria im Urlaub ist, weiß auch ihre Vertretung Bella ohne stundenlange Übergabe, welche Version sie posten darf. Fassen wir bis hier nochmal zusammen. Mit einem DAM-System kannst du Mediadateien organisieren, mit Kollegen und Externen zusammenarbeiten und deine Workflows vereinfachen. Der große Vorteil ist, dass du mehr Zeit hast, dich auf deine Kernaufgaben zu fokussieren. Du erreichst außerdem Konsistenz bei deinen Digital Assets, weil einfach jeder weiß, welche Version des Unternehmenslogos nun die aktuelle ist und wo sie auch liegt. Das Marketing-Team braucht nicht ständig Hilfe bei der Suche nach Assets und du hast die Gewissheit, dass jeder in der Company mit freigegebenen Versionen arbeitet. Übrigens, mit einem DAM-Tool bist du auch rechtlich sicher. Zum einen behältst du damit den Überblick über Bildrechte und Lizenzen und zum anderen legst du auch ganz genau mit Rechten und Rollen fest, wer welche Digital Assets sehen und nutzen darf. Zum Schluss verrate ich dir noch 3 Gründe, warum ein DAM-System die Produktivität in deinem Unternehmen pusht. Erstens, jeder in der Company kann das DAM-System an seine eigenen individuellen Bedürfnisse anpassen. Denn das ist auch wichtig, denn die Marketing-Kollegen arbeiten nämlich ganz anders als externe Grafiker. Zweitens, DAM-Tools sind auf Teamwork ausgerichtet. Dateien und Entwürfe lassen sich direkt aus dem System teilen, ohne dass du es verlassen musst. Auch nicht, wenn du deinem Fotografen Feedback zum letzten Fotoshooting geben willst. Und drittens, DAM-Systeme integrieren sich wunderbar in andere Tools. Du kannst also deine Digital Assets nahtlos in Tools wie Photoshop, Canva, Hootsuite nutzen und sparst dir dadurch wesentliche Zwischenschritte. Bottom line, mit Digital Asset Management sparst du jeden Tag Zeit, arbeitest fokussierter und musst nie wieder 1000 verschiedene Speicherorte durchsuchen. Du bekommst eine Single Source of Truth für Digital Assets und kannst sie auch kontinuierlich verbessern. Außerdem hast du volle Kontrolle über Dateiversionen, Lizenzen und Feedbackprozesse. Grafiker können daher mit dem DAM kreativer arbeiten und Marketing bringt neue Kampagnen schneller auf die Spur. Und mit einem DAM muss dein Kreativprozess auch nicht jedes Mal bei Null anfangen, denn das Ganze läuft auch wesentlich vernetzter ab. Denn Dateien teilen und gemeinsam dran arbeiten ist mit einem DAM-Tool super einfach. Jetzt weißt du, warum dein Unternehmen ein DAM-Tool braucht. Wenn du also mehr Ordnung für deine Digital Assets haben willst, bietet Tix.io dir alles, was du dafür brauchst. Über 1000 Kunden organisieren damit schon ihre Mediadateien. Schau mal in die Infobox, wenn du wissen willst, wie Pix.io in der Praxis funktioniert. Also, jetzt seid ihr gefragt. Hast du Fragen zum DAM oder Digital Assets? Dann stell sie uns gerne unten in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Video wieder. Bis dann!